Heute müssen wir Tag und Nacht überleben, müssen Steine fahren, müssen Kisten öffnen, müssen Pilze sammeln, müssen Häuser bauen, Öfen errichten, Ausrüstung machen, Diamantausrüstung, Mithrilo, müssen am Ende hier besondere Bosse beschwören und diese auch besiegen. Let's go! Hey, meine Rabauken, willkommen zu einem brandneuen Abenteuer in Muck. Also, das heißt bestimmt Muck. Auf Deutsch heißt das Muck, Leute. Wir leben ja schließlich jetzt hier auch in Deutschland. Also ich jedenfalls. Wo ihr wohnt, weiß ich ja nicht. Ich habe übrigens auch Zuschauer aus Italien und so. Cool, Leute. Also, wir spielen ein Survival-Game. Und zwar, wie gut man ist, wird gemessen an Tagen. Wir sind bei Tag Nummer 0. Das seht ihr links an der Zeile. Wir haben es 13 Uhr. Wir müssen den Tag überleben. Problem ist, in der Nacht kommen Zombies, die uns killen werden. Das heißt, wir müssen eine Base bauen, müssen uns Rüstung craften. Müssen uns bessere Werkzeuge craften, müssen uns um Essen kümmern und. Wir haben jetzt hier schon mal Steine vom Boden gesammelt. Diese Steine können wir benutzen, um Bäume zu fällen. Wenn ihr schon mal Rust gespielt habt, wisst ihr, das ist quasi das erste Tool, um hier. Da rechts seht ihr schon was Wertvolles. Seht ihr die Klunker da? Es gibt Gold. Also ich habe bisher nur Gold beim Test gesehen. Vielleicht gibt es auch Diamanten oder so. Diamantrüstung könnt ihr auf jeden Fall fühlen. Es gibt ja diese Kisten. Die haben Loot. Es gibt auch stärkere Kisten mit OP-Loot. Die kosten Gold. Gold kriegt man, indem man Zombies killt in der Nacht. Aber es ist relativ schwer, das Game. Es ist tatsächlich schwer, länger zu überleben. Ich habe auch schon gut Hunger. Rechts seht ihr, unten ist meine Ausdauer. Die geht zum Beispiel jetzt runter, wenn ich am Sprinten bin. Das erste ist meine HP und das zweite ist mein Hunger. Weizen sammeln wir. Das ist schon mal gut. Können wir zu Brot machen, glaube ich. Wir craften eine Werkbank. Die kostet mich 10 Holz. Das haben wir. Bumm. Bumm. So, Rüstung seht ihr auch. Waffen haben alles am Start. Wir platzieren die Werkbank, würde ich sagen, erstmal da. So, mit der Werkbank können wir craften, wie in Minecraft. Ich würde sagen, wir beginnen mit Tools, oder? Mit Tools. Safe machen wir Tools. Das heißt, wir brauchen 5 Holz und 5 Bark. Bark müssen wir hier craften, so. Das heißt, 5 Bark haben wir. Und jetzt brauchen wir nochmal 5 Holz. Rücken Sie mal Holz raus, damit ich hier eine Axt habe, damit wir ein bisschen Holz farmen können ordentlich. Während wir hier den Baum bekloppen, könnt ihr ja schon mal eine positive Bewertung abgeben. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ist ein übelstes Hype-Game, ist brandneu, aber ist übelst gut angekommen. Bin sehr gespannt. Wir haben, oh, nice, freigeschaltet. Die Spitzhacken, wir machen die Axt. Perfekt. So, jetzt müssen wir tatsächlich aber nochmal Holz bauen. Das heißt, wir gehen jetzt hier direkt nochmal hin. Dann, okay, was ist folgender Plan? Wir bauen den Baum ab, gehen dann, machen dann Spitzhacke, gehen dann zum Stein, bauen Stein ab, killen unterwegs vielleicht eine Kuh, machen einen Ofen, braten das. Wo, was ist denn da rechts für. Da ist was, das kenne ich auch noch nicht. Eine Stunde ist auch schon vergangen, Leute. Also beim Testdurchlauf bin ich in der ersten Nacht direkt Ripperoni gegangen, ich sag's bloß, ne? Wir brauchen wieder einmal Bark und jetzt Spitzhacke. Nice, wir haben die beiden Tools. Sehr wichtig. Kann ich den. Das kann ich doch bestimmt essen hier, oder? Boah, aber vergifte ich da? Wartet mal, Leute. Wir essen mal, versuchen mal. Das ist ein Fliegenpilz, geht das gut? Also es ist per se nichts passiert, glaube ich. Wir essen mal einen Apfel, was passiert dann? Oh, ja, Apfel hat gut geboostet, mein Hunger. Oh, der auch, die Regenbogen. Das Regenbogending, okay. Was ist denn das hier? Das ist Stein, das können wir quasi mit der Spitzhacke dagegen kloppen und bekommen... Schneller Stein. Es gibt übrigens auch Endbosse, die man beschwören kann. Ne? Das da rechts sieht mir verdächtig nach Gold aus. Ich habe Kohle daraus bekommen. Nein, ich habe Kohle freigeschaltet. Das ist Gold. Gold können wir noch nicht abbauen mit der Spitzhacke, okay. Aber Eisen können wir. Das heißt, wir brauchen erstmal Eisentools. Das ist sehr teuer, ja alles. Wir haben gleich Nacht. Ich habe nichts. Wollen wir erstmal nicht eine Base bauen? Ey, wir müssen erstmal eine Base bauen. Und ich brauche Essen. Okay, erstmal, was ist das hier? Amantit, okay, keine Ahnung, was das ist. Das sieht mir nach einem Endboss aus. Challenge Big Chunk. Den Challenge wär's mir ganz bestimmt nicht. Kommen Sie mal her, Kuh. Es tut mir leid, Kollege Schnürschuh. Aber ich benötige Ihr Fleisch. Anders kann ich hier nämlich, glaube ich, nicht überleben. So, da ist ein Apfel, liegt auf dem Boden, nehmen wir mit. Und jetzt gucken wir uns mal... Ah, das sind so Superkisten irgendwie, ne? Was ist denn das hier? Nein, das sind Free-Kisten! Geil, Alter. Da brauche ich kein Gold für, um die zu öffnen. 4 Fackeln, fühle ich. Und nochmal Steine. Okay. Die Fackeln. Oh Gott, es wird Nacht, Leute. Es wird Nacht, wir haben ein Problem. Das heißt, ich gehe mal auf 3 und platziere mal die Fackeln, damit ich jetzt ein bisschen was sehe. Was ist denn das hier? Blumen.
Okay, sammeln wir erstmal das auf. Stein nehmen wir auch mit. Vielleicht können wir ja... Wir brauchen einen Ofen. Ich muss das Eisen schmelzen. Da sind sie! Komm mir nicht zu nah. Wow! Okay. Oh, es gibt verschiedene. Es gibt so einen schnellen Dino und es gibt einen Weitwerfer. Wir müssen safe den Weitwerfer... Der hat Gold gedroppt, der hat auch Gold gedroppt. Und wir haben 18 Coins, das ist fast schon eine Münze. Eine Kiste, meine ich. Okay, heftig, wir haben die gefetzt. Wir machen jetzt hier mal ganz schnell einen Ofen mit 15 Steinen. Da, ich hab dich gehört, ey. Der ist groß, das... Guck mal, der hat auch so ein heftiges Symbol. Boah, das ist, glaube ich, ein stärkerer. Das ist ein Boss, also so nicht Boss, aber... 8 Coins nur, wahrscheinlich Boss, oder? So. So, Ofen. Jetzt kommen 2. Ich habe halt auch nicht mehr so viel, ne? Wir müssen mal das hier runter machen. Das machen wir auch hier runter. Und wir essen erstmal, damit wir uns hier mal regenerieren. Ja, gut. Gut und noch ein. Gut, okay. Nein, ey, die greifen meine Base an. Scheiße. Nein, ich habe den ersten Tag überlebt. Nein, ich habe selbst meine Werkbank kaputt gemacht. Wie kann man so blöde der Birne... Oh nein, das habe ich so nochmal gecraftet, oder wo sie da war. Oh, gebrochen. So, ich habe Münzen, tatsächlich 62, schmeckt. So, hier packen wir jetzt rein erstmal das Fleisch und die Kohle. Das funktioniert nicht, okay. Das heißt, es kann nur Eisen. Oh, geht schnell, aber wie bereite ich dann? Ah, da brauche ich hier die Kochstation. 10 Holz, 10 Steine. Boah, wir beides nicht, ne? Ist ja perfekt gelaufen wieder. Wir öffnen mal eine Kiste, 25 Gold. Ein Brokkoli! Ich hab da wirklich einen Brokkoli rausbekommen, ist das? Piggy Bank. Okay, das ist irgendwas mit Loot. Okay, weiß ich nicht genau, was das kann, aber ich habe auf jeden Fall einen Brokkoli bekommen. Wir haben Feuersteine das erste Mal bekommen. Das brauchen wir, um Feuer zu machen. Aber damit kannst du auch Pfeile machen, wie in Minecraft sozusagen. Wir nehmen unterwegs hier mal die Steine alle mit. Alles hier. Zack, zack. Wir sollten jetzt hier auch einen Haufen... Ich kann nicht mehr sprinten, keine Ausdauer mehr. Ich verhungere gleich, warte mal. Wir hauen uns mal einen Apfel rein. So, ich sollte hier jetzt auch 11 Eisen haben. Sehr gut. Jetzt gehen wir... Machen wir auf definitiv mal die Kochstation. So. Da packen wir... ich würde sagen, die Hälfte der Kohle ran und ein bisschen Fleisch. Ah, ja, 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 ja. Kann ich den Pilz auch? Nee, Pilz geht nicht, nur Fleisch, okay. Okay, wartet, wir essen das. So, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Kühe uns hier besorgen. So, ein Amboss. Nee, wartet mal, Basic. Was haben wir denn hier? Eine Kiste, Pfeile, Teig aus Weizen. Ah, das machen wir safe. Weil, dann kann ich ja wahrscheinlich den hier reintun. Genau, und daraus Brot machen. Mhm. Tools. Haben wir noch nichts. Ich vermute, dazu brauche ich... Ja, es macht wahrscheinlich Sinn, den Amboss zu bauen. Ich wüsste nicht, was jetzt sonst... Ah, okay. Ah, guck mal, jetzt kann ich... Ah, ja, ja, jetzt habe ich neue Sachen freigeschaltet. Die mache ich hier dran. Ah. Tools. Steel. Hier kann ich Steel... Oh, ein Schwert. Steel-Sachen kann ich hier machen. Oh, eine Steel-Rüstung. Heftig. Gib mir mal mein Brot. Das sieht lecker aus. Es wird schon wieder Nacht, ey. Wir sollten auch eine Base langsamer bauen, ne? Ich sag ja bloß. Ich brauche am besten ein Schwert. Also brauche ich Iron Bars. Die hab... Boah, mir fehlt ein Iron Bar. Das ist ja bitter. Und Birchwood. Birchwood ist... Das sind... Es gibt verschiedene Bäume tatsächlich. Das... Aber wenn ich das von der Base weggehe, machen die kaputt, ne? Ne, da habe ich ja gar keine Mauke für. Und ich sehe jetzt hier gerade auch... Kein Birch und auch... Doch, da haben wir zumindest Eisen. Da können wir schon mal hingehen. Und da ist auch Birch direkt, glaube ich. Das ist doch das Weiße, oder? Oh, Alter, die Spitzhacke scheppert ja anders. Ich habe ihn... Ah, vielleicht weiß ich jetzt das... Oh mein Gott, nein. Zweite Nacht, es kommen stärkere Monster. Wer ist er denn? Wir müssen uns definitiv in die Base bauen. Das war ein Fehler, glaube ich. Ja, moin, bin tot, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich den Kopf hitte oder den Body. Boah, genockt. Ja, der schmeißt wieder mit seinen hässlichen Knochen, Alter. Jo, was hat er denn gedroppt? Ach, Holz. Die können Holz droppen? Nice. Stark. Sammeln wir auf. Sammeln wir auf. So, und das müsste jetzt Birch... Ja, Birch, perfekt. Das heißt, wir können uns jetzt ein Stahlschwert direkt machen. Da sehe ich mich. Schwert.
Jo, wir haben ein Schwert. Sehr geil. So, machen wir die Reihenfolge. Wo sind die Kühe? Kommt. Oh, die Kiste nehmen wir direkt auch mit. Vielleicht haben wir dann auch einen nicen Loot. Oh, das ist gut. Max HP erhöht um 10. Das ist sehr stark. Das schmeckt mir, ey. Und das Ding macht auch extrem viel Damage. Das schmeckt mir auch. So, jetzt haben wir 3 Fleisch, 4 Fleisch. Was ist das? Kann ich das abbauen? Gold. Ah, nee, da brauchen wir Stahlspitzhacke. Okay. Die Kiste können wir auch noch öffnen. Wir haben noch 63. Oh, das sieht OP aus. Weiteres Power-Up. Also, ich muss aufsammeln. Oh, mehr Grundstärke. Auch gut. Dann machen wir wahrscheinlich mehr Damage pro Hit oder so. Nehmen wir. So, dann machen wir folgendes. Da muss... nee, falsch. Da muss das Fleisch rein. Da muss auf jeden Fall mehr Eisen rein. Und uns fehlt massiv Kohle. Okay. Ich kann aus Gold auch Münzen herstellen. Okay, das ist tatsächlich OP. Rüstung. Ich denke, eine Rüstung ist gut, oder? Wir haben 15. Das heißt genau für eine Hose. Wir machen uns eine Hose. Ho, wie viel bringt das? Ah, guck mal, da oben habe ich jetzt einen Rüstungsbalken. Okay, das bringt fast nichts. Perfekt, Benson. Wir brauchen Kohle und zwar so massiv, ey. Auf der ganzen Map verteilt sind da hinten solche Obelisken, nenne ich die jetzt mal. Hm, hier ist auch noch einer. Da. Kann ich die öffnen? 80. Ah, kacke. Wir bauen mal diese Mini-Kohle noch ab und versuchen dann den Obelisken zu aktivieren oder was man damit machen kann, keine Ahnung. Und dann gehen wir zurück zur Base. Wir sollten langsam auch mal eine Base bauen, aber ich glaube, das lohnt sich erst mit Stahlachse, ansonsten brauchst du zu lang. Start Battle. Auf keinen Fall. Die kann ich öffnen. Öffne mal. Shield Capacity. Oh, wir haben nochmal ein Schild zusätzlich. Das ist sehr geil. Der Vorteil von einem Schild ist, das regeneriert sich halt von selbst. Wir haben Essen, wir haben Rüstung, wir haben Schwert. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt, wir nutzen jetzt diese Nacht, um mal Münzen zu farmen. Um mal so eine 80er Goldkiste zu kaufen. Weil da müssten ja eigentlich so Special-Erze... Danke für den Holzkollege. Special, nicht Erze, sondern Fähigkeiten drin sein, sag ich mal. Ne? Oh, die Nacht war ja chillig. Aber wir haben 103, reicht also definitiv. Oh, eine Goldkiste. Da oben ist eine Goldkiste. Jetzt will ich aber auch was Fettes hier raus haben, ey. Doppeltes 200. Ach so, nee, warte mal. Nee, das. Ups, ups. Nee, warte mal, das suche ich ja nicht. Dann suche ich so eine Mitte. Die suche ich. Die kostet doch 80, oder? Warum mal Diamant schlechter ist als Gold, weiß ich nicht, aber. Gönn. Das sieht gut aus. Je weniger HP ich habe, desto mehr Schaden mache ich. Ah ja. Nehmer. Das war Part Nummer 1 von Muck. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung dafür in den zweiten Part. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr auf jeden Fall auch nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns auch dran, euer Benson. Tschüss.